Hat der Gürtellinie erlaubt, den Schulterschwung, den wir gelernt haben. Und Freistil kommen alle Griffe, die oberhalb erlaubt sind. Dazu kommen auch noch die Beine. Zack, ans Bein angegriffen und das ist auch erlaubt. Ach so, und bei griechisch-römisch alles nur sind oben. Die Beine nicht erlaubt. Hast du eigentlich irgendeinen Lieblingswurf? Ja, ich habe so einige, aber mein gefürchteter Lieblingswurf ist die Kopfklammer. Die Kopfklammer? Willst du die mal sehen? Ich weiß nicht, klingt nicht gut. Für mich schon. Okay. Also pass auf. Also Kopf, Klammer und dann geht's. Yeah. Ui, ja! Ist wie Achterbahn. Worauf kommt's beim Ringen an? Das ist das Problem auf alles. Also man muss schnell sein, man muss Kondition haben, man muss ein bisschen Kraft haben. Aber wichtig ist, dass man eine gute Technik hat. Und dazu die Taktik. Die Taktik, um immer zu wissen, was der andere vorhat, genau. Sozusagen? Also ich sage immer so, Ringen ist so ein bisschen Schach auf der Matte. Man muss immer so einen Schritt vorausdenken. Das heißt, der Gegner macht ja eine Verteidigungshandlung auf meinen Angriff. Mhm. Und die muss ich schon wieder in meinen Gedanken mit einbeziehen. Was mache ich dann? Okay, und das, also da musst du natürlich auch schnell sein dann, um genau, so und das muss man automatisieren. Und das heißt, ich sage jetzt mal 5.000 bis 10.000 Wiederholungen machen. Man sollte nicht mehr drüber nachdenken müssen. Greift immer ans Bein, muss ich einfach reagieren. Ja, ganz einfach. Hast du ja gesehen. Ja, aber du musst ja auch immer total präsent sein, so richtig wach, oder? Genau. Von Anfang an. Wie hast du dich immer wach gemacht? Ich habe mich wach machen lassen. Wie? Und zwar mein Physiotherapeut Werner Grass und dann auch mein späterer Bundestrainer Wolfgang Nitschke. Die haben mir immer eine Ohrfeige gegeben. Also rechts, links. Ich habe da richtig eine, batsch, batsch. Und dann bin ich auf die Matte und habe nie mehr den ersten Punkt abgegeben. Das ist der Trick? Das ist der Trick. Muss ich mir merken. Aber jetzt lerne ich erstmal mich zu verteidigen. Und zwar gegen Angriffe auf die Beine. Guckt, schön viel Platz, da kann nichts passieren. Und die Arme ein bisschen vor, ein bisschen vorgebeugt. Man muss blitzschnell sein. Der Gegner darf auf keinen Fall ein Bein zu fassen kriegen. Ach ja, die Arme darf man natürlich auch nicht vergessen. Du merkst, ich mache einfach nur so. Du fliegst. Deine Kraft hat mir geholfen. Bitteschön. Danke. Gern geschehen. Und jetzt Bodentraining. Arme raus, als Stütze. Größtes Ziel beim Ringen ist es, den Gegner mit beiden Schultern auf die Matte zu kriegen. Das ist wie ein K.O. beim Boxen. Und dann nehme ich die andere Seite. Wenn ich aber beide Arme ausstrecke und so als Hebel benutze, tut sich sogar Alex schwer, mich zu drehen. Auf den Hebel kommt's also drauf an. Ja, genau. Jetzt du. Keine Zeit. Ich muss den Jungs zuschauen. Hier im Ringer Leistungszentrum Aschaffenburg trainiert Alex mit Jens Hilfe zurzeit 40 Nachwuchsringer. Und die sind echt fit. Müssen sie auch sein, sonst halten sie ja keinen Kampf durch. Der besteht aus 3 Runden à 2 Minuten. Sieger ist, wer 2 davon gewinnt, sprich wer die meisten Punkte sammelt. Einen Punkt gibt es für leichtere Würfe vom Stand auf dem Boden. 2 Punkte für einen Durchdreher auf dem Boden. Drei Punkte für einen Schulterschwung oder einen Spaltgriff aus dem Stand. Und 5 Punkte gibt es zum Beispiel für den Wurf über die Brust. Aber sag mal, wie kommt man überhaupt auf Ringen? Wie kommst denn du auf Ringen? Ich meine, Fußball ist so ein Sport, den alle Jungs... Ringen ist der Sport, den Jungen macht. Also es gibt ein schönes T-Shirt. Jungs spielen Fußball, Mädchen spielen Volleyball und Männer ringen. Also die real man, die ringen halt. Ne? Und bei mir ist es so, mein Vater war Ringer, mein Bruder war Ringer. Was soll man da schon machen? Ne? Was hat dich denn jetzt so fasziniert als Kind am Ringen? Ja, ich sage immer, das Ringen ist Raufen nach Regeln und das macht man als Kind ganz gerne. Man will immer so ein bisschen die Kräfte messen und dann gibt es halt hier Regeln. Es ist keiner da, der beißt oder der Haare zieht oder der petzt oder irgendwo zwickt, sondern es gibt klare Regeln, man verletzt sich nicht, man hat eine weiche Matte und das ist doch perfekt. Ich mach dich sowas von platt. Ja, ich mach dich ja wohl platt. Du hast keine Chance. Ja klar, die springe ich einfach an die Beine und dann bist du weg. Meine Beine sind Beton. Man sieht's. Denk dran,
Lass deine Beine tief, sie ist gefährlich. Und jetzt geh rein und mach sie fertig. Okay. Bleib ruhig, wir haben gut trainiert. Okay. Bleib locker, beweg dich gut und dann Schulterschwung, deine Spezialwaffe, okay? Schulterschwung rüber, okay. Schön, Schulter runter. Eins brauche ich noch, mach mich wach, bitte. Danke. Okay. Okay, Kevin. Jetzt zeige ich dir mal, was ich heute alles gelernt habe. Achtung, Achtung, Achtung! Komm, Schulterschwung! Ha! Ha, ha, ha. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Okay, zweite Runde. Unentschieden?